Guten Tag, jetzt gibt es auch noch eine neue Folge von virusonline.de. Spontan zumindest. Eine spontane neue Folge, weil wir gefragt wurden, ob Fleisch ob ansteckend ist. Also wenn ihr Fleisch esst. So, also, ob Corona über Fleisch übertragen wird, meinst du? Ja, ob Corona über Fleisch übertragen werden kann, genau, so ist es. Und ihr wisst ja schon ganz viel über das Virus, das habt ihr ja bei virusonline.de schon gesehen und in dem neuen Buch, was rauskommt, auch ganz viel, also egal. Wir wollen euch jetzt mal ganz eine Schnellinformation geben. Also, das Virus ist gegen Wärme empfindlich. Also, wenn es warm wird, über 50 Grad ungefähr, dann stirbt es. Also, wenn ihr jetzt Fleisch bratet und durchbratet, ihr wisst ja vielleicht, die Regel lautet, es soll insgesamt mehr als 80 Grad sein, wenn ihr was erhitzt. Wie habt ihr das gemacht? Du hast auch im Restaurant gearbeitet. War auch immer alles erhitzt. Ich habe nicht in der Küche gearbeitet, ich war Kellnerin. Ach so, aber du hast nicht erhitzt. Nein, ich bin kein Koch, ich bin eine Kellnerin. Kellner kochen nicht. Jedenfalls, es muss komplett durchwarm sein. Jetzt wisst ihr natürlich, es gibt Hackfleisch, rohes und so weiter, dass wenn ihr jetzt Angst vor dem Virus habt und zum Beispiel in Köln gibt es das, da macht man so Hackfleischbrötchen, also rohes Fleisch mit rohem Ei, mit rohen Zwiebeln, dann müsst ihr eher Angst davor haben, dass jemand drauf hustet, weil in Leichen hält sich das Virus nicht. Also auch zum Beispiel HIV. Warum soll ich dann Angst haben, dass jemand drauf hustet? Ja, weil wenn jemand es nicht hält. Ach so, wenn der Kellner oder die Kellnerin kurz vorher drauf hustet, weil natürlich so ein paar Sekunden oder Minuten hält sich's garantiert. Und besonders wenn es kühl ist. Das ist nämlich Aber du meinst, wenn das Tier dann Corona hatte und das dann tot ist, dann nicht mehr? Nee, also vor dem Corona von dem Tier müsst ihr euch nicht so fürchten, weil auf den Lebendmärkten, also in Wuhan wissen wir ja ganz genau, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, in Wuhan gab es irgendwo einen Ausbruch in China, man weiß nicht wo, da sind ein paar Leute angesteckt worden, weiß man nicht, und irgendwann ist es dann auf diesen Lebendtiermarkt gekommen. Da wurde es ursprünglich von Fledermäusen, dann auf Pangolins, auf Schuppentiere übertragen. Also da hat ein Tier gelebt und das waren lebende Tiere, genau. Das hatte Corona und das hat, während es noch gelebt hat, Menschen angesteckt. Ganz so genau, so meine ich das, genau. Und wenn, also bei den toten Tieren, die jetzt aus irgendeiner Schlachtfabrik kommen, wo die Tiere vorher auf grauenhafte Art getötet werden und dann ausgeweidet und dann riesiges Blutbad stattfindet, da stirbt das Virus höchstwahrscheinlich, ne? Ja. Was machst du da? Du drehst die Kamera immer so komisch in die Ecke. Du möchtest anders zu sehen sein? Ja, du drehst die Kamera mal sehr. Oh. Okay. Ich muss immer so hier hinterher gehen. Wir drehen uns hier ganz langsam, weil ich immer aus der Ecke rausgehen muss. Und also kurz gesagt, wenn jemand in einem Restaurant auf irgendwas drauf hustet, euer Brot, eure Nudeln oder sonst was, dann müsst ihr davor Angst haben. Da könnte das Virus sich vielleicht noch halten. Leichengewebe ist in der Regel kein Träger der Viren. Also wenn ihr ein Schnitzel euch jetzt holt oder irgendwas anderes aus dem Supermarkt, da sind die Viren mit aller Wahrscheinlichkeit tot. Und die lebenden Tiere, die das Virus übertragen können, mit denen habt ihr ja wahrscheinlich überhaupt nichts zu tun, vermute ich mal. Besonders nicht mit denen, wo jetzt Coronaviren aktuell drin vorkommen, also hier unser SARS-CoV-2, das eben aus Fledermäusen, Schuppentieren oder sonst irgendwas kommt. Haustiere sind ein ganz anderes Thema. Bei Haustieren, die können sich natürlich in Einzelfällen auch anstecken, aber die esst ihr ja nicht. Und hoffentlich, wenn sowas auftritt und ihr in der Familie Corona habt, seid ihr in Quarantäne. Aber worauf ich eigentlich hinaus will, ist, ihr braucht überhaupt kein Fleisch verwenden. Es gibt keinen einzigen Grund auf dem Planeten Erde, warum man Tierprodukte verwenden soll. Keinen. Ihr braucht keine Angst vor der Fleischfabrik zu haben und dass euer Fleisch alle wird, weil ihr braucht es sowieso nicht. Das kommt jetzt nämlich noch oben drauf. Wir zeigen euch das jetzt einfach mal. Also wir haben jetzt nichts vorbereitet, das ist eine ganz spontane Frage. Hier könnt ihr sehen, hier hat die Ines eine Avocado liegen. Ich esse zum Beispiel keine Avocados. Hier ist Paprika, Kapern, Dill, Salzgurken, Kirschsaft, Sambal Oleg, Margarine, Rotwein, Senf. Hier sind meine Gurken. Ich mag lieber noch die anderen Gurken. Und in der Kühltruhe haben wir alle möglichen Sorten Gemüse. Ne? Das Gemüse, dann Erbsen, Kaisergemüse, Rosenkohl. Und dann kann man natürlich gerne noch ein bisschen man darf nicht vergessen. Tofu oder was auch immer. Jetzt kommt unsere schöne Nussvorrat. Hier kommt Nüsse sind auch noch für Eiweiße interessant. Ines hat 1000 Sorten Nüsse hier. Dann haben wir verschiedene Gewürze, um es lecker zu machen. Das habt ihr natürlich auch. Alles schön beschriftet und ohne Scheiß. Und unser Grundnahrungsmittel. Das ist unsere Geheimwaffe. Das sind die leichten Chips. Das hört sich bescheuert an, die sind aber tatsächlich auch gar nicht so schlecht. Da sind natürlich schön Kohlenhydrate und Fette drin. Ihr müsst aufpassen, weil von der Marke gibt es leider welche, die haben Molkepulver drin.
Genau, aber es ist ein Fest, dass man in Chips Molke reinmacht. Also, Zusammenfassung. Jede Krankenkasse und jeder medizinische Kongress, der im Jahr 2020 geplant gewesen wäre oder der in den letzten Jahren stattgefunden hat, sagt, dass eine nur auf Pflanzen beruhende Ernährung gesünder ist. Wenn ihr es mir nicht glaubt, gibt es schöne Bücher für, zum Beispiel vom Nico Rittenau gibt es ein schönes, super dickes Buch, da steht der aktuelle Stand der Dinge drin. Ihr könnt die Kochen ohne Knochen lesen, in der aktuellen Ausgabe sind auch schöne Interviews da drin. Das ist keine Meinung, das ist keine Weltanschauung, das ist nicht, weil wir irgendwelche Hippie-Freaks sind, sondern es ist der Stand der Wissenschaft, derselben Wissenschaft, weswegen Flugzeuge fliegen, Schiffe fahren und eure Handys funktionieren. Dieselbe Wissenschaft. Und für alle Frauen, es macht weniger Falten und weniger Pickel, man kriegt eine schöne Haut. Ja, das ist, weil es halt gesünder ist. Und es funktioniert völlig einwandfrei. Wir wollen euch damit jetzt nicht voll labern, aber das ist der Stand der Forschung und ihr braucht keine Angst vor Schnitzeln zu haben. Ihr solltet Angst davor haben, wenn Leute rumhusten. Bitte tragt eure Alltagsmasken weiter und gebt euch bitte nicht mit Wildtieren ab. In der Form, dass ihr mit denen kuschelt, die unter Stress setzt, euch von denen anhusten lasst oder die frisch vor euren eigenen Augen schlachtet. Das war's, oder? Nutztiere sollte man auch nicht schlachten. Ja, man sollte Tiere in Ruhe lassen. Wirklich. Ja? Aber das sind zwei verschiedene Sachen. Die einen von euch sagen halt, das ist mir egal. Also ihr müsst jedenfalls keine Angst haben, weil auch im rechtsmedizinischen Bereich ja gut bekannt ist, dass die Ansteckungen einzudämmen sind. Also das liegt daran, dass die meisten Leichen einfach nicht ansteckend sind. Und wenn sie ansteckend sind, haben die Rechtsmedizinerinnen und Rechtsmediziner haben bestimmte Schutzkleidung an. Und bis das Fleisch aber jetzt zu euch gelangt, wenn das erstmal in der Theke liegt, gekühlt, halten sich die Viren zwar besser, aber bis dahin kann ich mir also nicht vorstellen, dass irgendwer so stark aufs Fleisch drauf gehustet oder genießt. Und dann, wenn man es brät, dann ist sowieso alles tot. Und durchbraten. Im Fleisch sind sowieso ziemlich viele Keime drin, also ihr solltet es sowieso nicht roh essen. Also das ist... Ja, das kannst du den Kölnern und Kölnerinnen aber nicht klar machen. Die essen gerne ihr komisches Mettbrötchen. Das gibt es sicher auch woanders. Also, unserer persönlichen, wissenschaftlichen, nicht privaten Meinung nach solltet ihr überhaupt kein Fleisch verwenden. Es ist gesünder, es spart Ressourcen. Das meiste Wasser auf der Welt, das Trinkwasser wird verbraucht zur Herstellung von Lebensmitteln, die dann Tiere fressen, die wiederum Menschen essen. Kann man den Schritt auslassen. Das meiste CO2 wird hergestellt, dadurch, dass Tiere... hergestellt werden, wenn man das so möchte. Und das Futter von den Tieren. Und das meiste Getreide wird verbraucht, um Tiere zu füttern. Ich sag auch immer, wenn ihr mal sehen wollt, wie viel eigentlich an Landfläche verbraucht wird, fahrt einfach, also wenn ihr mal auf den Straßen draußen rumfahrt oder im Zug sitzt, guckt einfach mal, wie viele Felder bepflanzt sind mit irgendwas, was ihr essen könnt und nicht das, was Tiere essen. Und was sie Ihnen damit sagen will, ist... Also da ist Futterklee drauf, da ist Futtermais drauf. Der Mais, der drauf ist, das ist nämlich kein Mais. Kein Süßmais. Das ist kein Süßmais, das ist Futtermais. Und das schmeckt ja auch so mehlig. Zwei Drittel der Landfläche auf der Welt werden vernichtet, wenn man so will, oder bepflanzt mit Nahrungsmitteln für Tiere, die dann gegessen werden. Ich sage euch mal ein schöneres Beispiel. Und dann hören wir auch auf. Kling. Mach's doch aus. Ja, Ines kriegt ihr Handy nicht aus. So viel technisches Vertrauen müsst ihr in Ines haben. Ein Hamburger Patty, ein Fleisch Patty. Verbraucht 25 Kilogramm Getreide. Ihr könnt ja mal gerne zu Hause in der Familie versuchen, wie lange ihr mit 25 Kilogramm Getreide euch ernähren könnt und wie lange ihr euch von einem Hamburger Patty ernähren könnt. Also, Angst müsst ihr nicht haben, aufpassen müsst ihr trotzdem, Masken bitte unbedingt weitertragen und Abstand halten. Und wenn wir dürfen das, wir dürfen so nah beieinander stehen. Eine Familie. Eine Familie. Und denkt daran, es gibt ein grundlegendes Problem in der Fleischherstellung, das ist die Ausbeutung der Arbeiter und die Ausbeutung der Tiere. Ne? Selbst wenn ihr nicht im Naturschutz oder sonst wie unterwegs seid, ärgert ihr euch vielleicht, dass andere Lebewesen ausgebeutet werden. So, vielen herzlichen Dank. Unser Corona-Special. Nochmal. Das PS. Das PS Corona-Special am 22. Juni 2020. Und esst schön die veganen Kartoffelchips. Nom, 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 nom. Lecker. Tschüss.